Also, Ladies and Gentlemen, wir haben hier unseren 50 Gast am Freestyle.ch09. Es ist der Stefan Maurer aus Zitzers. Er geht. Sie hat hier gerade ein sehr illustres Reisegrüppli. Sie gehen ein bisschen auf Chile, ein bisschen rumschredden. Mu, was machen Sie genau in Chile? Das Land anschauen. Touristenprogramm mit den Japanern im Bus rumfahren, schöne Wollkappe kaufen. Zwischen denen schnell Snowboard und der Basti macht noch einen Photoshop den Rest. Oder wie sieht es aus? Fertilität. Du bist ja vor 2 Jahren bist eigentlich der Freestyle-Master geworden, oder? Hast eigentlich gewonnen, hast du rausgekittet. Letztes Jahr hat es ein bisschen schlechter ausgesehen. Hast du wieder einen anständigen Double Cork, straight to your face. Hast du eigentlich die Leute sehr unterhalten. Es hat sehr gefährlich ausgesehen. Was probierst du dieses Jahr? Ja, mal schauen. Keine Ahnung. Nicht so riskieren wie letztes Jahr. Letztes Jahr war nicht gut gewesen. Was hat nicht gestimmt? Ich bin ausgerutscht. Ja, ausgerutscht. Wie lange fährst du für Bird? Stimmt, er war es. Also, das können wir jetzt mal klarstellen. Er hat mich ganz klar zu dem überredet. An dem ist es gescheitert. Du meinst Sebastian Gogel, der Chef vom Snowboarder MBM, der grösste Hure. Komm mal ein bisschen in die Kamera hier. Es geht das Gerücht um, du hast den Mutter überredet, Kunststücke zu versuchen, die er gar nicht kann, und das vor einem Millionenpublikum. Hast du ein gutes Gewissen? Ja, mit Mu schaut es ja folgendermaßen aus. Ich muss weiter vor. Deine breiten Schultern, es tut mir leid. Training, alles Training, Junge. Es zahlt sich immer aus. Also, wir müssen mal die Kamera ein bisschen näher holen. Der Mu hat ja schon ordentlich Bartwuchs und einen Schnauzer, und ich habe das Gefühl gehabt, und ich habe einfach gedacht, der Mann ist alt genug, der weiß, was er tut, und er hat mich oben gefragt, was er machen soll. Und der Andi, wie heißt er nochmal? Der Wieg-Andi, genau. Wieg, ne? Andi, ja. Der Andi, der hat einen doppelten Inverted gemacht, so einen Cork. Und dann gemeint, was mache ich denn jetzt? Und ich gemeint, ja, nachziehen, sonst wird es nichts mit dem Sieg. Und er gemeint, ja, easy, klar, geil, mache ich, das passt schon, habe ein gutes Gefühl. Und dann ist er wie Falschgeld da aus dem Kicker rausgeflogen. Und ich stand oben, ach du große Güte. Aber das Foto habe ich gemacht. Also. Du bist ja dafür bekannt, dass du die Leute eben ins rechte Licht setzen kannst, ein guter Fotograf. Und dann kommen irgendwie deine Chefchen da vor großes Publikum und sie bringen sich halb um. Du hast auch eine gewisse Verantwortung, oder? Na, ich meine, die verdienen so viel Geld, die haben Gefahrenzuschlag und alles, also das passt schon. The show must go on, das ist das Wichtigste, und
Er ist natürlich totaler Käse, der Mu, der muss die nächsten 10 Jahre noch den Freestyle CH fahren und Safety first, aber ein bisschen Show muss sein und was nicht ist, das wird noch, ich bin ganz optimistisch. Ja, Mu, komm jetzt, konkret, was für einen Trick machst du das Jahr? Wir brauchen hier Ansagen, weißt du, es kommt auf 20 Minuten online, es kommt auf freestyle.ch online, die Leute erwarten etwas, man, Backflip, das ist eine Backflip-Variante. Einen Backflip können wir schon wieder mal machen, ja. Keine Ahnung, jetzt gehen wir in das Top-Secret-Trainingslager in Chile. Und dann schauen wir mal, was dort rauskommt, oder? Also Kurve links und Kurve rechts. Kurve links und Kurve rechts sind so das Ziel, erste Priorität. Und dann, ja, das lerne ich von Erich. Erich, du bist ja auch dafür bekannt, the Master of Big Lines. Was gibt's? Du bist auch schon ein bisschen älterer Hase. Ich weiß, man darf mit dir auch Schweizerdeutsch reden, aber ich finde es so schön, wenn du über Hochdeutsch redest. Aber nee, was gibst du dem jungen Mut auf den Weg? Ein bisschen Tipps, ein bisschen Feinschliff. Ja, also der Mut, der lernt bei mir erst einmal Bögli links, Bögli rechts. Der lernt erst mal Snowboardfahrer bei mir da. Das Gymnastikzeug, das kann er woanders machen. Aber auf dem Kicker kann er nur geradeaus fahren? Ja, nein, das ist ja das Problem. Deswegen hat es ihn ja auf die Fresse gerührt letztes Jahr. Weil er nicht geradeaus fahren kann. Gell, Mu? Jawohl. So ist es. Okay, los ist gut zu. Hast du noch Notizbüchle dabei? Er redet relativ viel, das weiß ich. Wenn er relativ drei gespritzte Weisse getrunken hat, dann erzählt er sehr viel. Dann hat er sehr gute Tipps, dann musst du ihn einfach aufschreiben. Ja, und du, Hausi, du bist ja auch einer, der die Leute ins rechte Licht drücken kann. Bei dir sehen die Viertel auch immer sehr ästhetisch aus. Was sagst du, Mu? Wie muss er anständig über den Freestyle-Kicker rüber? Ich meine, das sind wir dann auch noch in Berlin, oder? Wie haut er sich anständig aus, dass du auch zufrieden bist? Ja, weiß gar nicht. Also das ich zum Aussagen sage. Du bist einfach ein Knipser-Fotograf. Yeah, geile Schnauze, sage ich nur. Und ja, graben, nicht vergessen. Auch beim Backflip. Vielleicht mal ein Double. Sticken. Mehr braucht es nicht. Hey Fichtel, du bist etwa die gleiche Altersklasse in der Mu. Großer Konkurrent von dir. Nein, viel jünger als wir der sicher. Nein, vom Benehmen her natürlich. Ja, hey. Freundlicher sei, ich sage nur Hauptschweiz. Hauptschweiz ist alles, was ich sage. Hauptschweiz! Sehr schön. Aber was sind deine Erwartungen in Chile? Ja, Spaß, so. Shred and go, Powder. Viel Schnee. Okay. Ja, Mu, ihr gehört, du hast jetzt eine Freundin. Vermisst du dich von dir, wenn du jetzt 3 Wochen weg bist? Hat eine Freundin? Mir hat gesagt, ihr seid Solo. Der Solo ist ein Gerücht, er ist verliebt bis über meine Ohren. Ja. Wie heisst sie? Ich weiß nicht. Du hast mehr als ich, glaube. Ist so ein bisschen... Keine Ahnung, komische Geschichte. Aber du willst ihr sicher gerne ein Grösschen durchwinken. Komm jetzt. Sie sieht das eh nicht. Das wird spätestens vom Ohren weg offiziell. Weil die Schweizer Illustrierten sind immer ein bisschen nach uns, aber sie werden es auf die Titelgeschichte bringen. Es ist nicht Manuela Pesco. Das ist alles, was ich zu diesem Thema kann sagen. Okay. Manuela hat Nein gesagt, heisst das. Manuela hat mich knallhart abgewiesen, ja. Es ist nicht so, dass sie es nicht verstehen. Ja, okay. Kann so sein. Also rollst du jetzt deinen letzten Feinschliff in Chile ab, dann kommst du zurück, freestyle.ch, gibst eine geile Show. Das ist natürlich ein Anfängerfehler, Handy nicht abschalten während dem Interview. He? Du kommst nachher zurück, gibst eine geile Show. Irgendwelche Wünsche für freestyle.ch oder Freestyle Berlin? Viele Leute und keine komischen Seemannsköpfler am Ende. So, das sind so die einzigen zwei Sachen. Der Rest kommt jedes Jahr. Bogen links, Bogen rechts. Bogen links, Bogen rechts muss natürlich sitzen, das ist wichtig. Sonst, weiss nicht, gute Stimmung, gute Leute. Same shit as every year. Ziemlich, ja. Groupies. Auf das läuft es aus. Ja, Groupies, jetzt, wo du eine Freundin hast. Eben, jetzt habe ich ja eine Freundin, Erich. Jetzt, ich habe jetzt einen Schnutz und angebliche Freundin und dann, dann ist es mit Groupies nicht mehr so. Ja, stimmt, aber der Erfolgsdruck nimmt natürlich automatisch zu. Aber ich glaube, du kannst mit dem umgehen. Mu, merci vielmals für ein sehr hochintellektuelles Gespräch da. Und wünsche dir viel Glück. Yes. Thanks.